Ist mir nie aufgefallen. Und nachdem wir das gemacht haben, natürlich gehen wir dann zurück nach Flusswald und dann ist die Frage, entweder wir gehen zum Ödsturz-Hügelgrab, oder wir gehen nach Weißlauf, reden mit dem Jarl, oder was wir noch machen könnten, ist, ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal, jetzt müsst ihr nämlich eine neue Folge angefangen haben, und zwar könnt ihr das entscheiden, was wir, nachdem wir den liebenden Stein gefunden haben, dürft ihr entscheiden, was wir als nächstes tun. Das sind die drei Optionen, die wir haben. Erstens, wir gehen zum Ödsturz-Hügelgrab und holen dem Typen die goldene Klaue zurück. Zweitens, wir gehen nach Weißlauf und sprechen mit dem Jarl, wegen dem Drachenangriff und so weiter, dass Flusswald ein bisschen geschützter ist. Oder Option 3, wer sind die denn? Ich rede gleich mit denen. Oder Option 3, wir versuchen so viel Geld wie möglich zu machen und so viel Rohmaterialien wie möglich zu sammeln und dann bauen wir uns in Falkenring, beziehungsweise in der Nähe von Falkenring, bauen wir unser erstes selbstgebautes Haus. Genau. Das Hausbauen gehört ja zum DLC Hearthfire und in Falkenring ist ja nicht weit weg. Das liegt eigentlich genau um die Ecke. Hallo? Das geht euch nichts an, Bürger. Ich bin kein Bürger. Ich bin... Tja, was bin ich denn? Wer seid ihr überhaupt? Ich bin ein Statthalter der Talmor in wichtigen Angelegenheiten, in die ihr euch einmischt. Ich mische mich nicht ein, ich bin neugierig. Und wer sind die Talmor? Wir sind Sondergesandte des Altmeri-Bundes, der rechtmäßigen Herrscher von Tamriel. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch zeigen, warum. Wenn ihr schlau seid, dann geht ihr. Ich ramm dir gleich meinen Bogen in deinen Schädel. Immer diese unfreundlichen Menschen, also wirklich. Ist nicht so dunkel, ne? Ich achte immer, ich habe ja links im Monitor stehen, wo ich dann sehe, wie ich aufnehme. Nicht, dass das Bild zu dunkel ist und ihr seht die ganze Zeit nichts. Aber es sieht ganz gut aus. Die Talmor, wer seid ihr denn schon? Altmeribund. Nur weil ihr die Anbetung von Talos verbietet? Das ist auch so ein Punkt, weshalb ich die nicht leiden kann. Die Kaiserlichen meine ich jetzt. Weil die haben sich auf die eingelassen. Weil sie den Krieg nicht gewinnen konnten. So. Ja, wir sind da. Vor uns liegt Markart. Man sieht es auf dem Kompass, sieht man das Symbol noch nicht. Aber wir haben eine Mühle und da hinten haben wir auch das Symbol, dieses Hufeisen. Das sind die Ställe von Markart. Wenn man da jetzt weitergehen würde, würde man auch zur Stadt reinkommen. Aber da gehen wir erst später hin und wir sehen vor uns auf dem Kompass oben, sieht man schon ein Findlingssymbol und das ist der Liebendenstein. Den wir auch gleich aktivieren werden. Und ich werde jetzt mal eine Wette machen. Und zwar wird, wenn wir jetzt diesen Hügel hier hochlaufen, es wird uns ein Säbelzahntiger angreifen. Denn jedes Mal, wenn ich da nach oben gegangen bin, war jedes Mal ein Säbelzahntiger da oben. Stopp! Die Wette gilt. Lord Sarlok von YouTube wettet, dass er, und das muss man sich einmal vorstellen, dass in der Nähe vom lebenden Stein ein Säbelzahntiger ist. Völlig unmöglich, aber wir werden... Nein, ich habe die Wette verloren, es war ein Wolf. Alter, jedes Mal so ein scheiß Säbelzahntiger, jetzt nur ein Kackwolf? Boah, das ist gemein. Ich bin jetzt das achte Mal hier. Ich bin jetzt, glaube ich, das achte Mal hier. Und jetzt, zum allerersten Mal, ist hier kein Säbelzahntiger. Na, klasse. Wo ist Fendal eigentlich? Ach da, der läuft uns hinterher. Boah, das sieht cool aus. Nur so eine Schattengestalt.
Und da ist er, der Liebendenstein. Den wir auch gleich aktivieren. Wer unter dem Zeichen der Liebenden steht, verspürt immer den Trost der Liebenden. Alle Fertigkeiten verbessern sich schneller. In Klammern 15%. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Und dieses Zeichen nehme ich dankbar an. So. Haben wir das erledigt. Vandal, da rennt jemand auf uns zu. Und er rennt wieder weg. Hey, entschuldigen Sie mal. Wollen Sie was von mir? Hallo, wer sind Sie denn bitte? Kurier der Sturmmäntel. Hallo? Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Ja, gebe ich dir recht. So. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen uns sofort auf den Rückweg nach Flusswald. Da geht's nicht nach unten. Wo bin ich denn? Ich glaube, wir mussten einmal hier rum. Genau, und hier kommen wir wieder nach unten. Eigentlich schade, weil normalerweise da, wo wir hier bei Marker, bei den, ich zeig's gleich, sind eigentlich immer Khajiits, also eine Khajiit-Karawane. Aber ich glaube, die kommen erst jetzt am nächsten Morgen. Also wir haben jetzt 10 Uhr abends in-game. Am nächsten Tag kommen die, glaube ich, hierher. Ich weiß nicht, ist, glaube ich, die... Ist das die Karawane, die in Weißlauf auch unterwegs ist? Ich glaube, es... Warte mal, es gibt eine, die ist in Weißlauf und die geht immer nach Markat. Dann gibt es eine, die gehen von Rifton nach Dämmerstern oder wie war das? Boah. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich weiß, dass es drei gibt. Wobei, da müsste es ja eine geben, die in Einsamkeit, weil in Einsamkeit gibt es, da schlagen die auch ihre Zelte auf. Warte mal, in Einsamkeit. Es kann auch sein, dass die von Einsamkeit nach Markat gehen. Das ist eigentlich das, das Realistischste, weil von Markat kommt man, da ist die nächste Stadt Einsamkeit. Keine Ahnung. Ach ja, so, ja, das mit den drei Optionen habe ich schon gesagt. Wir sind immer noch in der gleichen Folge, wo ich das erwähnt habe. Ich kann das immer nur sehen, also, ich hoffe, ich schneide das dann noch richtig, weil, ich nehme ja ein Stück auf, ne, und schneide das dann immer in 20-Minuten-Folgen. Und dann gucke ich immer auf die Gesamtaufnahmezeit und dann... Ja, das ist dann jetzt eigentlich die... dritte Folge. Wir sind jetzt in der dritten Folge, die ich am Stück aufnehme. Laut Berechnung müsste das dann die Folge 7? Ich glaube 7. Ich glaube Folge 7 sind wir hier gerade. Vielleicht sollte ich mir das mal notieren, damit ich da immer mich nicht immer groß überlegen muss. Und wir sollten mal sprinten, dann geht das ein bisschen schneller, auch wenn unsere Ausdauer nicht so hoch ist. Boah, ich habe mir ehrlich gesagt, wenn ich hier so, wenn ich darüber nachdenke, was wir noch alles vor uns haben, was wir alles noch machen müssen, ich habe keinen Dunst, wie lang dieses Let's Play gehen wird. Wen haben wir hier? Die Welch Gnade davon? Von Stendar erstreckt sich nicht auf die Dedra-Anbeter. Die Wächter von Stendar, aha. Wo immer die Dedra sich versteckt, die Wächter von Stendar werden sie ins Licht führen. Stendar, ja. Stendar, Wächter von Stendar, ist ja auch ein toller Name. Bewachen die jeden Stendar? Ich will's nicht wissen. Fandal, jetzt komm doch mal. Der bleibt immer random stehen und glotzt in die Luft. Grundlos. Ja, ich weiß. Der romantische Sternenhimmel ist wunderschön. Wie dieser Planet oder Mond oder was das auch ist. Ich liebe den Himmel, den Sky, den Himmelsrand. Ja, okay.
Nein, mag ich wirklich. Blöde Ziege! Oh, lauf doch und schlag zu, dann machst du hier so ein... Na, vergiss es. Hier haben wir wieder den Schrein von Dibella. Dibella ist, glaube ich, die... Ich weiß gar nicht, die Göttin der Leidenschaft oder der Liebe oder... Nee, Göttin der Liebe war, glaube ich, Mara. Göttin der Liebe und der Zuneigung und Dibella war... Was war Dibella denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Dibella... Dibella. Die Definition weiß ich nicht mehr. Die acht Göttlichen. Arkai, Arkatosch, Kynaret, Talos. Wer bist du denn? Seid gegrüßt, Bruder. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Crystal Meth? Gras? LSD, was denn? Seid gegrüßt, Bruder. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Smoke weed every day. Und was? Werft einen Blick darauf. Okay. Ah, Skoma. Kann ich mir nicht leisten. Tut mir leid. Ich gehe dann mal wieder. Jo. Skoma ist illegal in Himmelsrand. Der könnte davon verknackt werden oder dafür. Davon verknackt werden ist ein geiler Satz. Auf jeden Fall die acht Göttlichen. Warte mal. Arkai, Arkatosch, Kynaret, Talos, Mara, Dibella, Julianus und Zenita. Ich glaube, das sind die acht Göttlichen. Ich glaube, Zenita war der Gott des Handels oder der Händler. Arkatosch war, glaube ich, der als Drache dargestellt worden ist. Darüber werden wir später noch mehr erfahren. Ja, Mara ist die Göttin der Liebe und der Zuneigung gewesen. Julianus weiß ich gar nicht. Habe ich noch nie was von gehört. Ich weiß nur, wie der Schrein aussieht. Hat so eine geile Pyramidenform. Und dann gibt's, wen gibt's noch? Kynaret, da weiß ich gar nicht so viel. Zumindest fällt's mir nicht ein. Talos, ja, das ist ja der Gott der Nord, ne? Den die Nord anbeten. Talos ist ja sowieso ein großes Thema in diesem Spiel. Oder in der Geschichte. Denn, es war ja so, die Kaiserlichen haben ja Krieg gegen die Elfen geführt. Es war ja der große Krieg und den haben die Kaiserlichen verloren und dann gab es so eine Art Friedensvertrag. Beziehungsweise eben einen Vertrag. Ich weiß nicht, Altmeribund, ist das der Vertrag gewesen oder ist das einfach der Bündnis? Wer ist da? Ich sehe rote Punkte auf dem Kompass. Und ich mag... keine roten Punkte auf dem Kompass. Skelette schon wieder. Was machen die denn immer hier? So. Oh. Ein Wächter von Stender. Das Buch der Daedra. Das nehme ich mal mit. 8 Gold, Heiltränke. Oh, Krankheitsheil. Ah, der hat coole Sachen. Ach nee. Der hat genau die Stiefel dabei, die ich eigentlich herstellen wollte. Das ist ja praktisch. Moment, die ziehe ich gleich an. Stahlstulpenstiefel. Ausrüsten. Das muss man dreimal schnell hintereinander sagen. Stahlstulpenstiefel, Stahlstulpenstiefel, Stahlstulpenstiefel. Ja, dann können wir die kaiserlichen Stiefel nämlich gleich verkaufen. Wir müssen dann schon hier lang. So. Ja, wo war ich denn gerade? Bei den acht Göttlichen. Genau, bei Talos. Und, die Kaiserlichen sind eben diesem...
dieses Bündnis mit den Elfen eingegangen und die Talmor, so heißen die, die haben dann gesagt, Talos ist jetzt, die Anbetung von Talos ist jetzt verboten. Fandal, kommst du mal eben? Lauf mal genau geradeaus zu mir her. Oh nee, was machst du denn, Fandal? Du musst aufpassen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade gesehen habt. Aber war da gerade ein Geist? Hallo? Ich habe hier gerade so eine Art Geist gesehen. Ich meine, ich hab doch was. Naja, okay, war vielleicht Einbildung. Es ist dunkel, da bildet man sich immer sowas ein. Optische Täuschungen eben. Auf jeden Fall, die 8 göttlichen Talos. Ich fange schon wieder neu an. Die haben zumindest die Anbetung von Talos verboten, weil sie der Meinung sind, weil Talos ist ja eigentlich ein Mensch gewesen, also, ne? Aber die sind der Meinung, ein Mensch darf man nicht anbeten und deswegen verbieten die das und deswegen latschen die hier immer die ganze Zeit rum und erzählen dem jeden Menschen das immer. Ich liebe den Himmel in Skyrim, ich liebe es einfach. So, und deswegen gibt es auch so einen Streit zwischen den Nord- und den Kaiserlichen. So entstand der Bürgerkrieg zumindest. Glaube ich. Also, das ist zumindest ein Grund. Aber ich glaube, wenn wir haben ja die Chance, den Bürgerkrieg, wir haben ja die Chance, da einzugreifen, da mitzumischen und uns auch für eine Seite zu entscheiden. Es ist natürlich, also ich persönlich, es ist jetzt meine Meinung, denn das werdet ihr auch noch entscheiden. Meiner Meinung nach, also ich würde spontan zu den Sturmänteln gehen. Wir sind mit Ralauf mitgegangen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, nee, wir gehen zu den Kaiserlichen. Ich glaube da, das geht doch noch, oder? Ich glaube, man kann noch zu den Kaiserlichen gehen. Das ist kein Problem. Aber ganz ehrlich, die wollten uns den Kopf abschlagen. Wegen nichts. Und, wieso sollte ich? Und diese Sache mit Talos gefällt mir auch nicht. Warum sollte man den nicht anbeten dürfen? Gut, das schreiben jetzt die Talmor vor, aber die Kaiserlichen sind mit denen in das Bündnis gegangen, also. Naja. Auf jeden Fall, ihr werdet entscheiden dürfen, gehen wir zu den Kaiserlichen oder zu den Sturmänteln. So. Es tut mir sehr leid, dass diese Reise sehr lange dauert, aber das wollte ich unbedingt gemacht haben. Naja. Hier haben wir ein altes Nordgrab, das können wir erkunden. Das ist sowas wie das Ödsturz-Hügelgrab, aber ich würde vorschlagen, ja, wir... Alter, diese Random Spawns, das ist echt gruselig. Schon junge Vampire. Wieso greifen die uns nicht an? Letzter Fehler. Ich kann euch nicht besiegen. So, ich bin immer ein bisschen ruhig. Lässt du mich mal in Ruhe? Ich wollte doch nicht die Vampirjäger umbringen. Ich wollte die Vampire umbringen. Fandal, hilf mir. Hilf mir, die Leichen wegzuschaffen. Niemand darf davon erfahren. Oh, ein Zaubertrankrezept. Cool. Krankheitsheilung verkultes Gieberfeld und Schlammkrabben-Cheat. Ach nee, das wusste ich ja noch gar nicht. Ich dachte, jetzt kommt voll das coole Rezept, aber das kenne ich schon. Nehme ich trotzdem mit und hier wieder Klamotten. Cool.
Das war der junge Vampir.